Hi, ich bin Nico von Auftragsrat. Und ich bin Stefan. Das ist gut zu wissen übrigens. Ja. Wir haben was richtig Feines. Da haben wir jetzt gefühlt ein Jahr gewartet und es war tatsächlich ein Jahr. Das sollten Trio schon im April kommen, dann sollten sie im Mai kommen. Ja. Und ja. Es gibt immer noch vereinzelt Zulieferer-Themen. Wir haben hier das Kio 1PR. Kio 1PR. Genau, R steht für Roloff. Die Königsklasse der Schaltung ist im Kompaktrad bei uns angekommen und wir sind richtig happy, weil wir haben nicht nur ein Rad, wir haben richtig viele Räder. Voll, glaube ich. Klang gut, oder? Klang gut, ja. Wir freuen uns wirklich darüber. Genau. Obwohl, die ersten sind schon wieder weggegangen. Ne? Ja, das also es geht halt relativ fix. Deswegen, also möglicherweise, wenn ihr das Video guckt, haben wir eventuell auch gerade keine. Aber wir haben brutal viele Räder vorgeordert, da die Nachfrage des Roloff Kio ungebremst ist. Ja, und definitiv. Also was macht es aus deiner Sicht besonders? Der Scheinwerfer? Oder? Der Scheinwerfer ist irre, ja, nein, Quatsch. Ja. Nee, also wer noch nie Roloff-Schaltung gefahren ist, sollte das dringend mal ausprobieren. Du hast halt 14 Gänge. Das ist eine elektronische Roloff, sprich die E14. Und du hast eine wahnsinnig breite Spreizung. Also ich sage immer gerne, du kannst damit die Eiger Nordwand hochfahren und genauso kannst du auf der Ebene entspannt mit 60 lang hindüsen. Genau. Ja, also die Schaltung ist schon phänomenal. Ist halt eine Getriebeschaltung und wahnsinnig robust. Ja. Und man muss dazu sagen, wir beide sind sogenannte Beta-Tester. Wir sind lange Zeit Enviolo gefahren. Ja. Und ich Kette auch. Bin vor einem Jahr oder sowas umgestiegen mit einem Umbau auf eine Roloff und du vor ein paar Monaten. Und ja, es gibt was richtig Krasses dabei. Im Vergleich zu Enviolo spart die Roloff Energie. Und man hat mehr Reichweite. Also bei einem, mir persönlich ist aufgefallen, bei einem 500er Akku schaffe ich so ungefähr 10 Kilometer mehr. Ja, ich fahre es im Cargo-Bike und bei mir ist es auch deutlich spürbar, das Reichweiten-Thema. So, jetzt sind wir mal gleich, weil das Video wird ja auch im Winter laufen und sowas. Wir sind gleich mal beim Thema Modelljahr kommenden Jahres. Das Rad wird bei Kio auch mit dem smarten System kommen. Ab nächstem Jahr, 545 Wattstunden Akku. Und ein ganz entscheidendes Merkmal wird sein, dass ab dem kommenden Jahr die Roloff erstmal nicht als elektronische Version lieferbar sein wird, beziehungsweise nicht verfügbar ist in der Kombination. Und liegt aber nicht an Kio, muss man dazu sagen. Sondern an Bosch. Und Kio hat in dem Fall entschieden, nicht wie bei anderen Herstellern, das Produkt dann nicht rauszubringen, sondern für die Puristen, nächstes Jahr gibt es den guten alten Schalthebel zurück. Ich persönlich bin Schalthebelfahrer Drehgriff, der Roloff. Drehgriff, ach so, entschuldige bitte, Drehgriff. Ich bin Drehgrifffahrer der Roloff, du bist Tasterfahrer. Und beides hat auf alle Fälle seine Funktion. Entscheidend ist, dass Schaltbild, Funktionalität, Spannbreite und Wirkungsgrad. Genau. Genau. Das heißt also für euch im Prinzip jetzt nur ein Bedienelement, was anders ist. Der Anfahrgang fällt weg. Schön, wir haben jetzt über Roloff geredet, alles gut, alles schön. Ansonsten ist und bleibt es halt ein Kio. Ja. Ne? Das Kompaktrad hat sich dieses Jahr wirklich seinen Markt gut erkämpft, muss ich mal sagen. Total. Also gegen die großen Platzhirsche gut gegen angekommen. Und als Rad, was die Kio-Linie nach oben hin abrundet, hat es natürlich noch ein paar kleine Gimmicks. Also ja, es hat Fernlicht, es hat Bremslicht, aber klar, die elektronische Schaltung, logisch. Aber sonst eben, die Sachen bleiben alle gleich. Sprich, du hast die bei Schulz Sattelstütze, genau, mit der Diebstahlsicherung. Also das heißt, kriegst du es nicht raus. Also da muss man sich auch keinen Kopf machen. Den Gatesriemen, also alles wirklich das, was ein Kio ausmacht, was die Leute auch mögen, ist hier halt auch mit bei. Und on top eben noch die Roloff-Schaltung und Fernlicht. Finde ich gut. Und bei dem Modell auch die TRP-Bremse mit der Vierkolbenbremsanlage drin. Was echt fein ist, ich persönlich habe die Bremse an meinem Cargo-Bike dran, was vollbeladen mit Trailer fährt. Das ist eine Bremse, die ist mega standhaft, die hat Performance und ist von, also vom Bremsdruck ist es für mich die ultimative Bremse, die man in einem Serienmodus bekommen kann. Und da ist das Kio einzigartig, weil das bietet so kein anderer Hersteller im Kompaktradbereich an. Ja, ja. Nee, also definitiv wunderschönes Fahrrad und kostet aufgrund der Schaltung nicht wenig, aber sein Geld definitiv
wert. Ja, und auch immer, ich sag's jetzt mal, ich nenne es mal beim Namen, auch immer im Vergleich zu einem Riese und Müller Tinker, die sind sehr nah beieinander so gesehen. Also es ist nur ein paar Euro mehr und ich habe ein Rad mit einer Rohloff. Wollte ich gerade sagen, im Unterschied, dass du das Tinker nicht mit einer Rohloff bekommst. Richtig, genau. Ja, nee, schönes Farben, eine super Farbe natürlich. Ja. Ich habe heute mal nichts Rotes an, deswegen habe ich mir das rote Kio heute rausgenommen. Keine roten Schuhe. Unsere Empfehlung an euch, das Kio testen. Ja. Bei eurem Händler, bei uns, wo ihr auch immer die Möglichkeit habt, auf einer Messe oder einer Veranstaltung, in jedem Fall fahren und fahrt das Rohloff. Wenn ihr wisst, ihr wollt Touren machen, probiert die Rohloff-Schaltung, weil das ist, für mich war es eine totale Offenbarung gewesen. Aber das ist das, was die Leute mal wieder erzählen. Wenn irgendwelche Leute eine Weltumrundung mit dem Fahrrad machen, die haben zu 95% eine Rohloff-Schaltung. Das wird schon seinen Sinn haben. Ne? Naja, es ist halt, aus meiner Sicht ist, wie viele immer gesagt haben, die Rohloff, die Schaltung, die man sich dann mal anschafft für ein Fahrrad, was man für immer haben will. Richtig, genau, definitiv. Und wenn ihr für immer ein Fahrrad haben wollt, dann kommt zu uns, geht zu eurem Händler, fahrt das Kio mit Rohloff Probe oder fahrt jedes andere Fahrrad mit Rohloff Probe. Das ist wirklich eine Offenbarung und das Kio macht das Ganze noch ein bisschen spaßiger, weil es halt schön kompakt ist. Und das ist schön, aber kommt am Ende wirklich zu uns. Also ihr könnt zu eurem Händler gehen, aber kommt zu uns. Es geht viel schöner hier. Habt einen schönen Nachmittag und eine sonnige Radfahrt. Bis bald. Bis dann. Ciao.